Hallo zusammen, heute schauen wir uns ein neues SEO-Tool an, und zwar Squealy SEO. Squealy SEO ist nicht ein Tool, wie wir das von WriterZen etc. kennen, sprich es geht hier nicht um die Keyword-Recherche vorrangig, sondern es geht darum, unsere Website zu optimieren. Es geht also um das On-Page-SEO, wie wir das sonst meist mit Yoast machen. Hier haben wir aber viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Hinweise, wie wir unsere Website optimieren können. Squealy kostet normalerweise, ich glaube, ab $20 pro Monat. Ist also kein Lifetime-Deal, sondern wir haben hier monatliche Preise, je nachdem, was man braucht. Den mittleren Tarif, Pi mal Daumen, die $70 pro Monat, den gibt es zurzeit aber als Angebot für die nächsten 3 Tage für $49 als Einmalpreis. Und in 3 Tagen wird es nicht weg sein, sondern ich glaube, auf 69 angehoben. Natürlich nach wie vor ein super Preis. In dem Tarif können wir 5 Websites mit Squealy bearbeiten und insgesamt 25 Focus Pages erstellen. Focus Pages, das sind die Seiten, auf die wir uns tatsächlich konzentrieren, die wir optimieren wollen. Und wenn die Seite optimiert ist, können wir diese auch wieder als Focus Page entfernen und uns auf eine neue Seite konzentrieren, den Slot also wieder freimachen. Bei den höheren Tarifen haben wir hier dann entsprechend eine Skalierung. Und wir kriegen dazu ein On-Demand-Ranking-Check, 100 pro Tag, das haben wir in den anderen nicht. Zudem bekommen wir hier ein Custom-Branding-Web-Kit. Das bedeutet jetzt nicht, dass das white-labeled ist, sondern dass wir an dieser Stelle die Funktion des Plugins bestimmen können, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen. Okay, wenn wir Squealy installiert haben, dann haben wir hier ein Dashboard. Vorneweg sind dann die wichtigsten Dinge, die wir bearbeiten wollen. Wir müssen zunächst unsere Website verbinden und wenn das erledigt ist, dann folgen wir im Prinzip den To-Dos, die uns Squealy an dieser Stelle vorgibt. Wir installieren dazu Squealy direkt als Plugin und können jetzt hier zwischen Beginner und Expert auswählen. Hier können wir jederzeit hin und her switchen. Der Unterschied ist, dass wir im Beginner-Mode weniger Möglichkeiten haben. Das Ganze ist also nicht ganz so verwirrend. Im Expertenmodus haben wir dann alle Tools freigeschaltet, die es freizuschalten gibt. Was es zu tun gibt, wird uns hier angezeigt. Wir müssen Focus Pages festlegen, wir müssen ein paar Systemeinstellungen vornehmen, unseren Google Analytics Account verknüpfen, all solche Dinge. Das Ganze sieht dann so aus. Hier gehen wir der Reihe nach durch, also Meta-Angaben aktivieren. Was das ist, ist dann immer beschrieben. Open Graph, Twitter Card und wir sollen hier Google Analytics verknüpfen. Und das Ganze ist recht einfach. Wir klicken einfach da drauf, gehen in die Connected Tools und verbinden dann unseren Account. Dazu müssen wir uns einloggen und die Zustimmung geben, dass Squealy auf unsere Daten zugreifen kann. Das gleiche gilt für die Search Console. Unter SEO Konfiguration haben wir alle Dinge, die wir an- und ausstellen können. Wir können also eine XML-Sitemap erstellen, Robot-Files einbinden, erweiterte Einstellungen vornehmen. Also möchten wir das CSS von Squealy laden, soll das kombiniert werden. Wir können das auch verzögert laden, damit erst alle anderen Plugins geladen werden, zum Beispiel WP Rocket als Cache-Plugin, welches dann Squealy gleich mitcachen kann, sehr praktisch. Hier können wir die Meta-Angaben zu unserer Website definieren, Einstellungen für Social Media vornehmen, Twitter, die Twitter-Card-Settings, Social Media-Accounts einbinden, Rich Snippets definieren, unsere Firmeneinstellungen eintragen, die Settings für die JSON-Datei und auch hier nochmal, wie lang die Titel und Beschreibung im Schnitt sein sollen. Und wer das zuvor schon mal alles gemacht hat, der kann diese Daten auch in einem Rutsch gleich importieren. So, nachdem es abgeschlossen ist, sind die Settings dann durch. Wir können zurück zur Homepage gehen. Homepage von Squealy natürlich. Und dann erfolgt ein kleiner Check, was wir alles erledigt haben in der Zwischenzeit. Und hier haben wir letzten Endes die Tools, die uns zur Verfügung stehen. Für Anfänger sehr interessant, es gibt auch eine 14-Tage-Journey und hier kriegen wir jeden Tag dann To-Dos, um das Ranking unserer Website zu verbessern. Jeder Schritt wird umfangreich dokumentiert und wem das nicht reicht, der findet hier noch eine umfangreiche Wissensdatenbank, wo zusätzlich noch Tutorials dann zu jedem einzelnen Schritt hinterlegt sind. Das Ganze ist sehr praktisch und extrem umfangreich, muss man schon sagen. Nun, was haben wir an Tools? Wir können unsere SEO-Ziele, wir können unsere Ziele festlegen über den Assistenten.
Wir können Focus Pages festlegen. Das sind die Seiten, die wir dann wirklich 100% durchoptimieren wollen. Wir haben eine Keyword-Recherche dabei, die ist ganz interessant. Einen Live Assistant, das ist im Prinzip das, was Yoast macht. Wir kriegen also auf der Seite konkret gesagt, was wir anpassen müssen. Das Ganze ist umfangreicher als Yoast, finde ich, und funktioniert wunderbar mit Divi, das ist sehr schön. Wir haben die Möglichkeit, mehrere Seiten in einem Rutsch zu kontrollieren und auch gleich zu bearbeiten. Wir können die aktuellen Rankings der für uns wichtigen Keywords im Blick behalten. Wir können die ganze Website durchtesten lassen als SEO-Audit und haben hier eine SEO-Automation noch dabei, um zum Beispiel wichtige Keywords in die Titel zu bekommen, damit wir sowas nicht vergessen. Gehen wir das in Kürze einmal durch. Also das erste ist Focus Pages. Wenn wir eine Fokus-Page anlegen, dann verbrauchen wir dafür einen Slot. 10 Pages können wir durchoptimieren pro Seite. Und hier habe ich mal die wichtigsten. Hier habe ich mal die ersten für mich angelegt. Wie gesagt, wenn eine Seite fertig ist, können wir dann auch diese Seite wieder rausnehmen und haben den Slot frei. Ich gehe mal in die Details und da sehen wir, was es zu tun gibt. Okay. Wir sehen, wir haben hier eine 45%ige Chance zu ranken. Das ist also noch nicht so richtig prall. Da gibt es also noch was zu tun. Die Sichtbarkeit ist in Ordnung und hier wird aufgebröselt alles, was wir tun müssen, damit wir ein grünes Lämpchen bekommen. Beim Keyword sehen wir an dieser Stelle, ich habe hier das Keyword WordPress Themes ausgewählt. Das Problem ist an dieser Stelle, dass die Konkurrenz für dieses Keyword extrem hoch ist und wir eine sehr geringe Chance haben, hier zu ranken. Das ist aber nun mal mein Keyword für diese Seite und deswegen bleibe ich auch dabei. Wer aber sagt, nö, ich möchte vielleicht ein Keyword haben, was besser ist, der kann auf Find Better Keywords gehen. Hier ist es schon voreingetragen. Dann sagen wir Next. Jetzt bekommen wir hier Vorschläge, die zu unserem Keyword passen. Da suchen wir mal 2 oder 3 raus und sagen, starte die Recherche. Und an dieser Stelle startet das Tool jetzt eine Recherche, schaut, wie schwierig es wird, diese verschiedenen Keywords zu ranken und gibt uns dann Vorschläge, was möglicherweise für uns ein besseres Keyword ist. So, das Ganze ist nach Konkurrenz durchsortiert. Und wenn wir sagen, gut, WordPress-Theme kaufen oder nicht, ist für uns interessant, dann können wir Optimize for This einen neuen Artikel erstellen oder das Keyword unserem Briefcase hinzufügen, um später darauf zurückzugreifen. Also hier Add to Briefcase, das habe ich schon mal hinzugefügt, deswegen ist das grün hinterlegt. Hier sehen wir also den Suchbegriff, wir sehen, wie schwierig es wird, dies zu ranken und wir sehen eine grobe Schätzung, wie viel Traffic wir pro Monat erwarten können. Und wir sehen, wie heiß diskutiert dieses Keyword gerade ist. Wir sehen, dass dieses Keyword wenig im Gespräch ist, aber auch unser wichtigstes Keyword, was wirklich viel Suchvolumen hat, wird nur wenig in Diskussionen auftauchen. Es ist also kein Trending-Topic, sondern eher ein Thema, welches immer wieder aktuell ist. Und ich bleibe, wie gesagt, bei diesem Thema einmal. Aber hier haben wir auch gleich gesehen, wie die Keyword-Recherche funktioniert. Und ich gehe zurück zu meiner Fokus-Page. Das nächste ist Strategie. Strategie ist relativ simpel. Wir müssen unser Keyword dem Briefcase hinzufügen. Das habe ich schon erledigt. Und dazu ein SEO-Content erstellen. Das ist eine Website, die Fokus-Page, die wir gerade ranken wollen. Und ein Label hinzufügen. Ein Label hinzufügen ist sehr simpel. Wir gehen in die Label-Section, können dann hier ein neues Label erstellen. Add New Label. In meinem Fall ist das WordPress Themes. Und können dann dieses natürlich später auch bearbeiten. Und im Briefcase, das haben wir auch hier nochmal an der Seite, haben wir alle unsere Keywords, die wir rausgesucht haben und können diese Keywords dann einem Label hinzufügen. Das sind hier die roten kleinen Striche. Diese 4 Keywords habe ich also dem Label hinzugefügt. Möchte ich dies auch noch hinzufügen, sage ich Assign und Save Label. Und dann haben wir auch dieses Keyword unserer Strategie hinzugefügt. Okay, als nächstes kommt der SEO-Content, das ist das Schwierigste natürlich und hier müssen wir zusehen, dass wir den Inhalt entsprechend optimieren. Wir haben also hier unsere Seite und wenn ich auf Optimize for This gehe, öffnet er gleich diese Seite und hier haben wir 2 neue Boxen. Das erste sind SEO-Snippets. Hier sehen wir eine Vorschau, wie das SEO-Snippet derzeit aussieht. Wir sehen das gleiche für die JSON-Datei, das können wir beliebig anpassen. Open Graph, das ist das, was Facebook ausliest, die Twitter-Karte
und wir können auch die Sichtbarkeit einstellen. Möchten wir, dass die Seite gelistet wird oder nicht? Oder haben wir ein Redirect, welches wir angeben? Möchten wir einen Punkt bearbeiten, gehen wir nur auf Edit und können jetzt hier zum Beispiel einen anderen Titel, andere Beschreibung, eine andere Karte oder ein anderes Bild hinzufügen, was auch immer. Das sind also die kleinen Snippets. Wichtiger ist hier der Live-Assistent, den mache ich hier mal groß. Und beim Live-Assistenten sehen wir jetzt unsere Keywords, die hier hinterlegt sind, für die wir ranken wollen. Hier können wir auch mehrere hinzufügen. Use this Keyword, dann wird das hier oben hinzugefügt. Empfehlung ist, dass wir uns nicht nur auf eins konzentrieren, sondern auch zwei, drei Alternativen dazu nehmen. Ich klicke hier mal auf Continue. Dann können wir hier Bilder hinzufügen. Im besten Fall natürlich nur urheberrechtsfreie Bilder. Wir können aber auch Tweets integrieren oder Auszüge aus Wikipedia. Oder wir können andere Blogs zitieren aus den Top 10 und die als Referenz eingeben. Was sehr schön ist, wir können auch interne Links hinzufügen. Hier wird nämlich unser eigener Blog analysiert und geschaut, welche Beiträge passen denn eigentlich jetzt zu diesem Beitrag und können hier direkt diesen Excerpt einfügen, eine Referenz oder den Link zu diesem Beitrag einfügen. Und das macht es sehr leicht, ein internes Linking aufzubauen. Der wichtigste Part ist vielleicht die Analyse und hier sehen wir alles, was grün ist, ist gut. Wir haben also einen Domain-Check, ist dies nicht nur für SEO, sondern auch für die User ordentlich geschrieben, haben wir es vielleicht auch übertrieben, überoptimiert verschiedene Dinge, auch das wird natürlich gezeigt. Ist der Titel in Ordnung von der Länge, von der Beschreibung, von den Keywords und ist der Content in Ordnung? Und sobald es hier irgendwo was zu bemängeln gibt, ist es entweder rot, wenn es richtig schlimm ist, oder aufgeklappt, wenn wir etwas besser machen können. Hier sehen wir zum Beispiel, dass ich mehr Inhalt nach dem achten Keyword schreiben soll. Also nachdem ich das achte Mal das Keyword benutzt habe, soll ich nicht WordPress oder Themes schreiben, sondern dafür ein Synonym nutzen. In der Regel reicht die Optimierung auf diese Weise. Hier habe ich aber gesagt, dass das meine wichtigste Seite ist und deswegen kann ich jetzt natürlich die Focus-Page wieder öffnen. Wir sehen an dieser Stelle, dass ich hier zwar genug Wörter habe, aber die User Experience nicht in Ordnung ist. Hier wird geschätzt, dass sich User sehr wenig Zeit auf der Seite befinden werden. Das liegt aber vor allem daran, dass dies eine klassische Landingpage ist, wie wir sehen. Und hier ist halt viel in diesen Boxen aufgebaut und dadurch werden sich User schon eine ganze Weile auf dieser Seite aufhalten, aber das ist halt kein klassischer Blog, wovon das Tool erstmal ausgeht. Deswegen können wir diesen Punkt eher ignorieren. SEO-Optimierung ist erfolgreich gewesen. Hier steht wieder alles in Ordnung. Die Snippets haben wir sauber bearbeitet, auch in Ordnung. Wir haben Bilder eingebaut. Der Bildername ist korrekt. Wir haben auch hier den Alternativtext ordentlich eingebaut. Die Page-Autorität ist soweit ganz in Ordnung. Die ausgehenden Links haben wir kontrolliert und auf No-Follow gesetzt. Es sind ein paar Dinge, die es aber trotzdem noch zu tun gilt. Das erste ist Traffic Health. Und das Problem ist, dass wir hier weniger als 2 Minuten im Schnitt User auf der Seite haben und ich müsste 70 User pro Tag auf der Seite haben, um damit wirklich konkurrenzfähig zu sein. Das sind also die 2 Punkte, die es hier noch zu fixen gibt. Was habe ich an dieser Stelle gemacht? Nun, ich habe zunächst einmal diese beiden Links geändert. Ich hatte hier einen Link zu Preise und einen Link zu Galerie, also einer anderen Unterseite. Und damit habe ich natürlich die User gleich zum Anfang auf andere Seiten geschickt, sprich die Verweildauer auf dieser Seite war extrem gering. Jetzt habe ich das so gemacht, dass ich hier eine Sektion eingefügt habe und wir erstmal zu dem jeweiligen Bereich scrollen und dann hier die User erst dort zur eigentlichen Galerie kommen. Mal schauen, ob sich das positiv auswirkt. Das wird sich also noch herausstellen. Außerdem haben wir Probleme mit den Backlinks. Hier haben wir zwar genug eingehende Links, aber wir brauchen noch Links mit höherer Autorität als eingehende Links. Da haben wir zu wenig. Also hier habe ich 18. Ich bräuchte aber 30. Mal schauen, was wir da machen können. Und auch bei den internen Links habe ich noch zu wenig eingebaut. Hier habe ich nur 5. Ich sollte aber 20 einbauen. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich hier 20 interne Links verbauen kann. Mal sehen. Das sind also die To-Dos, die für mich jetzt noch anstehen. Und im Prinzip geht es immer nur darum, hier drauf zu klicken, zu schauen, was muss ich machen. Wenn ich dann hier drauf klicke, kriege ich eine Anleitung dazu, was es zu tun gilt und dann muss ich das abarbeiten. So, ich gehe mal zurück zur Homepage
Und hier haben wir mittlerweile über die Focus Pages gesprochen. Wir haben gesehen, wie wir Keywords finden. Wir haben uns den Live-Assistenten bereits angeschaut. Hier gibt es doch die Möglichkeit, mehrere Seiten in einem Rutsch zu bearbeiten. Das finde ich sehr praktisch. Hier haben wir alle unsere Seiten. Und hier sehen wir auch gleich, welche To-Dos es hier noch gibt. Das Schöne ist, wir können das sofort auf dieser Seite erledigen, können also direkt hier reinklicken, das Problem beheben, speichern und so unsere Seite auf den aktuellen Stand bringen. Die Keywords, die wir haben, die können wir auch gleich mit dem Tool tracken. Das ist zwar limitiert von der Anzahl, aber gerade für die wichtigsten ist es natürlich sehr interessant. Hier sehen wir meine wichtigsten Keywords und welche Seiten wofür ranken. Und wir sehen, dass hier WordPress Themes mit der Seite WordPress Themes Deutsch rankt, was nicht so gut ist, denn das sollte eigentlich WordPress Themes für WordPress Themes ranken und nicht für Deutsch. Dafür habe ich ja dieses Keyword. Das muss ich also nochmal sauberer trennen. Wir können uns hier auch die Ranking Details dann anschauen, wie viele Klicks wir darüber bekommen etc. etc. Dadurch, dass wir hier nur auf Seite 2 sind, haben wir natürlich weniger. Das sieht schon besser aus, wenn wir hier WordPress Themes Deutsch haben. Wenn wir hier in den Top-Bereichen ranken, also hier Position 1, 1, 2 oder ersten 3, haben wir natürlich viel bessere Daten. Hier müssen wir schauen, wie wir das jetzt mal ordentlich auseinanderbröseln, dass wir diese beiden Keywords sauber voneinander trennen. SEO Audit haben wir schon durchgeführt für diese Seite. Dadurch wird ja dann die entsprechende Fokus-Page erstellt. Klicke also nur auf Request Audit, sag, welche Seite ich analysiert haben möchte und dann habe ich hier eine entsprechende Auflistung der To-Dos. Und zu guter Letzt haben wir noch eine SEO-Automatisierung. Und hier geht es darum, dass wir sagen, wie soll der Titel aufgebaut sein, wie soll die Beschreibung aufgebaut sein, welche Separatoren möchten wir nutzen, also was sind hier die grundsätzlichen Einstellungen für die Website, wenn wir dies manuell nicht verändern. Das geht natürlich nicht nur für die Homepage, sondern auch für die Posts. Und über das kleine Fragezeichen kommen wir immer direkt in die Hilfe, wo nochmal alles im Detail aufgebröselt ist und wir uns das alles nochmal nachlesen können für eine optimale Einstellung. Gut finde ich, dass wir hier nicht nur die Möglichkeit haben, die Titel etc. nach Page-Titel oder so zu benennen, sondern wir können, was ich besonders wichtig finde, auch das Keyword automatisch direkt übernehmen, sodass wir hier wirklich die wichtigsten Dinge im Titel haben und nicht nur den Seitennamen oder den Titel an sich, sondern auch unser Keyword nochmal aufnehmen können. Das ist besonders interessant natürlich auch dann für die Beschreibung, dass wir hier das Excerpt nehmen können und das Keyword zum Beispiel nochmal hinzufügen. Also das Ganze können wir natürlich für die Seiten, für die Tags, für die Archive erstellen, für die Suchseiten-Attachment, 404 Seiten und so weiter und so fort. Also hier können wir sehr viel automatisieren, dass wir nicht immer alles manuell eintragen müssen. Und das ist im Groben und Ganzen der Überblick von Search Query. Ich denke, ein sehr mächtiges Tool. Man muss sich ein bisschen mit beschäftigen, natürlich. Man hat auch eine Menge Arbeit, wenn man die Focus Pages durchoptimieren möchte. Da werde ich auch noch mal ein bisschen zulegen müssen. Spannend finde ich die 14-Tage-Journey, um hier einen Überblick zu bekommen, was muss ich eigentlich machen. Aber letzten Endes, wenn man sich hiermit mal eine Stunde beschäftigt hat, dann kriegt man sehr schnell raus, wo was ist und wie das zusammenhängt. Und letzten Endes habe ich hier im Seitenmenü alle Punkte, die muss ich nur einmal von oben nach unten einmal durchklicken und dann habe ich alles erledigt, was es zu erledigen gilt. Okay, ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Ihr kriegt dieses Tool derzeit zu einem Preis von $49 Lifetime. Der wird künftig auf 69 sein. Ich hoffe, das bleibt dann eine ganze Weile. Irgendwann ist auch dieser weg und dann hat man halt den normalen Preis pro Monat. Und auch dieser Preis wäre natürlich in Ordnung für ein professionelles SEO-Tool. Okay, ich hoffe, die Review hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir ein Like, abonniert den Kanal, damit ihr künftige Angebote und Deals nicht verpasst. Und bis dahin, ciao, der Marco.